Liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar aus unserer Serie Wissen hoch 2. Mein Name ist Tobias Wischnat und ich werde dieses Webinar für Sie moderieren. Heute befassen wir uns mit dem Thema Enterprise Service Management mit ITIL. Surfio möchte Ihnen die Möglichkeit geben, sich kurz und kompakt über aktuelle Entwicklungen und Themen in den Bereichen Governance, Service Management und Projektmanagement zu informieren. Der heutige Vortrag wird in etwa 45 bis 55 Minuten dauern. Sie haben die Möglichkeit, in der Chat-Funktion Fragen zu stellen. Ihre Fragen gelangen nur zum Moderator, sprich direkt zu mir. Fragen zur Technik werden Ihnen direkt beantwortet. Wenn uns am Ende des Vortrags die Zeit reicht, werden wir auf die eine oder andere Frage direkt eingehen. Falls die Zeit nicht reichen sollte, werden Ihre Fragen selbstverständlich schriftlich beantwortet und Ihnen per Mail zugestellt. Ihr heutiger Dozent ist Herr Markus Bause. Er ist seit 2004 als Berater und Trainer und seit 2006 als Geschäftsführer bei der Surfio tätig. Er ist ausgewiesener Spezialist in diesem Fachgebiet. Somit übergebe ich an Markus Bause und wünsche Ihnen eine sehr informative Stunde. Ja, Tobias, vielen Dank für die Anmoderation. Auch herzlich willkommen von meiner Seite zu diesem Webinar. Bei dem wir uns damit beschäftigen wollen, Enterprise Service Management mit ITIL oder wie können wir, kann man ITIL in der Welt außerhalb der IT anwenden? Und wenn ja, wie können Sie als ITIL Professionals, als Leute, die das Thema, dieses Framework erfolgreich anwenden, wie können Sie damit Coach für das Service Management im ganzen Unternehmen sein? Ich habe das so ein bisschen aufgebaut, dass wir uns erstmal einmal zusammen mal anschauen, was versteht man denn eigentlich so unter Enterprise Service Management, wie kann man das, wie wird das heute einsortiert, dieser Begriff, welche Benefits könnte ITIL dann überhaupt im Unternehmensumfeld bieten. Um das ein bisschen griffiger zu machen, werden wir uns auch mal zwei Beispielszenarien anschauen, wo ITIL in der Non-IT-Welt zum Einsatz kommen könnte. Und leiten daraus mal so eine Kernbotschaft ab, was eigentlich die IT für die Non-IT leisten sollte oder fürs Business leisten sollte, fürs Enterprise leisten sollte und was dann das für Sie als ITIL Professional bedeuten kann, welche Möglichkeiten sich dort bieten. Dann schauen wir mal ganz kurz drauf, wie das Thema Enterprise Service Management heute überhaupt an dem Markt gesehen wird. Das, was wir jetzt hier sehen, ist die Sichtweise der Surfio. Das ist teilweise auch, ich sage jetzt mal, meine Überzeugung, meine Meinung. Das muss ja aber ja nicht unbedingt das sein, was der Markt so sieht. Ergo haben wir Anfang des Jahres eine Marktstudie gestartet zum Thema ESM. Da werde ich mal kurz drauf eingehen, aber nicht tief. Die können Sie, kriegen Sie einen Link, da können Sie sich die auch runterladen und anschauen. Ja, und dann fassen wir das zusammen aus den Perspektiven, aus den Sichtweisen, die wir uns dann geschaffen haben, mit, ja, wie können Sie denn jetzt nun der Coach für das Service Management im gesamten Unternehmen werden? Ja, dann steigen wir einfach mal ein in das Thema und schauen mal drauf, wenn ich mir das Thema ITIL anschaue, wenn ich mir das Thema Enterprise Service Management anschaue, gilt ja ein ganz wesentlicher Grundsatz, der gilt für ITIL immer. Es gibt kein Service Management zum Selbstzweck, weder an der IT, noch im Enterprise, noch sonst irgendwo. Ergo, es muss immer einem höheren Ziel, einem Nutzen, einem Business Benefit muss es folgen. Alles, was ich tue, muss dafür sorgen, dass wir am Ende des Tages besser Geschäfte machen. ITIL zum Selbstzweck wäre fatal. Ergo, schauen wir mal drauf, was sind denn so klassische Herausforderungen, mit denen Sie heute als IT-Organisation oder auch dann natürlich Sie als ITIL-Professional konfrontiert werden. Da gibt es so klassische, ganz klassische Punkte, die ich einfach mal aufgelistet habe. Das ist mit Sicherheit keine Liste, die einen Anspruch auf Vollständigkeit hat, aber ich glaube, so die großen Themen, die werden damit schon getroffen. In den Welten, in denen wir uns heute bewegen, in den IT-Welten, die organisatorisch, wie technologisch, wie von den Anforderungen und von der Dynamik sehr komplex und agil sind, spielt das Thema Risikomanagement immer eine größere Rolle. Wir werden immer mehr nachweispflichtig, indem wir auch zeigen, wo wir aufzeigen können, wie unterstützen wir als Service Provider die Unternehmensziele? Wie können wir effizient
die unsere Aufgaben realisieren. Wie schaffen wir das trotzdem, schnell und dynamisch und anpassungsfähig zu bleiben? Wie sieht dann die übergreifende Zusammenarbeit aus? Wie schaffe ich die Reibungsverluste zwischen den Aufbauorganisationseinheiten möglichst gering zu halten, sodass wir uns auf den Output als Service Provider entsprechend konzentrieren können? Daraus abgeleitet, wie kann ich den Koordinationsbedarf durch klare Regeln möglichst reduzieren, um straight, schnell miteinander arbeiten zu können? Wie gesagt, auch hier manuelle Abstimmungen kosten immer Zeit, sorgen immer für Reibungsverluste. Wie schaffe ich das, den quantitativen Output weiterzuentwickeln, auf das Niveau zu bringen? Qualität ist ja das zu bringen, was mit dem Kunden vereinbart worden ist, das ich brauche, damit wir am Ende des Tages entsprechend vorankommen. Wie schaffen wir Synergieeffekte? Man kann es zusammenfassen unter diesen Schlagwörtern wie Globalisierung, Schnelligkeit, Agilität, Wirtschaftlichkeit, Integrationsfähigkeit, Innovationsfähigkeit oder wie schaffe ich es, eine sogenannte Changeability, das heißt diese Veränderungsfähigkeit als Schlüsselkompetenz aufzubauen. Denn wir sind raus aus den Zeiten, wo wir gesagt haben, wir müssen vielleicht eine Veränderung vollführen und die führt uns von einem statischen Zustand wieder in den nächsten statischen Zustand, der jetzt die nächsten 5 Jahre anhält. Das werden wir nicht mehr haben, das haben wir als IT nicht, sondern das ist etwas, wir sind eigentlich in einem permanenten Fluss. Die Frage ist, wie kann ich eine Organisation aufbauen, die in diesem permanenten Fluss kontinuierlich sich weiterentwickelt und immer wieder anpasst. Wenn ich mir jetzt diese Ziele anschaue, die sind ganz klar, wird wahrscheinlich jeder von Ihnen sagen, ja, passt mehr oder weniger. Die meisten von denen, genau die Herausforderungen, genau diese Themen, genau diese Ziele habe ich heute in der IT, die habe ich heute als IT-Professional, als IT-Professional und denen müssen wir gerecht werden. Jetzt kann ich aber hingehen und sagen, ich kann IT-Organisationen auch ersetzen durch jegliche Art von Service-Organisationen, die es in der Enterprise-Umgebung in Unternehmen gibt. Die haben genau die gleichen Probleme. Die haben exakt die gleichen Herausforderungen, die haben exakt die gleichen Fragestellungen und wenn sie die gleichen Herausforderungen, die gleichen Fragestellungen haben, warum sollten dann auch nicht ähnliche Antworten dabei helfen, diese Fragestellungen gerecht zu werden? Natürlich haben die keine IT-technischen Fragestellungen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind und in das ITIL-Framework reinschauen, ITIL beantwortet auch, obwohl es IT-Service-Management eigentlich ist, beantwortet auch keine IT-spezifischen Fragen. Sie beantwortet, wie stelle ich meine IT auf, um als Service Provider am Business den richtigen Output zu produzieren. Und das ist ein Punkt, wenn man einfach sich davon dem IT löst, kann ich das anwenden für jede andere Organisation auch. Und dann sind wir bei dem Begriff Enterprise Service Management. Das heißt also, der Begriff Enterprise Service Management wird subsumiert eigentlich alle Aktivitäten des IT-Service Managements innerhalb und außerhalb der IT. Das heißt also, in dem Moment, wo ich hingehe und sage, ich baue Service Management-Aktivitäten auf, die zum Beispiel von einer Facility-Abteilung, von einer HR-Abteilung, von einem After-Sales-Support-Abteilung oder auch immer, wer auch immer in der Organisation genutzt werden, mache ich halt weiterhin Service Management, aber man nennt es dann Enterprise Service Management. Es ist tatsächlich so, dass der Begriff Enterprise Service Management nicht klar, also es gibt keine eindeutige Definition. Heute ist es sehr stark getrieben, dieser Begriff aus dem Sektor der Toolhersteller, die da diesen Begriff aufnehmen und weitertreiben. Man hat das auch immer mal wieder unter zum Beispiel Generic Service Management, Service Management for Enterprise oder Universal Service Management. Also es gibt diverse Begrifflichkeiten, unter denen dieses Thema kursiert. Ich persönlich muss sagen, finde Enterprise Service Management irgendwie am passendsten, denn das passt auch ganz gut in die Struktur, die ITIL bisher auch von den Begrifflichkeiten denn so aufgesetzt hat. Also, wenn wir uns die Herausforderungen anschauen, die eine IT-Organisation als Service Provider hat und wir sagen, die Lösung daraus ist, sich als nicht als Technologie-Provider aufzustellen, sondern als Service Provider, der am Ende des Tages IT-Services liefert, müsste es ja genauso sein, wenn ich ein sonstiger Service-Provider bin, sagen wir zum Beispiel für HR-Dienstleistungen, müsste dann ja auch die Lösung auf meine Fragen sein, mich als Service-Provider aufzustellen, der spezifische HR-Dienstleistungen erbringt. Und das funktioniert auch, wenn man sich zum Beispiel die Service-Definition anschaut.
Gucken wir uns das ganz klassisch an. In ITIL drin steht, ein Service ist eine Möglichkeit, einen Mehrwert für den Kunden zu erbringen, indem das Erreichen der von den Kunden angestrebten Ergebnisse erleichtert oder gefördert wird. Damit müssen die Kunden selbst keine Verantwortung für bestimmte Kosten und Risiken tragen. Selbst in der ITIL-Definition steht nichts von IT-Service. Da steht, ein Service ist eine Möglichkeit. Es geht also darum, meinen Beitrag zu leisten, indem ich meine Arbeit als Services, meine Leistungen als Services zur Verfügung stelle. Das bedeutet, sie sind klar definiert, es ist mit dem Kunden abgestimmt, was geliefert werden muss, in welchen Ausprägungen. Und ich habe Mechanismen in Kraft gesetzt, die die Qualität nämlich sicherstellen, dass ich das zur richtigen Zeit, im richtigen Maße abliefern kann. Das gilt für jede andere Serviceorganisation in der IT, im Enterprise, Entschuldigung, wie für die IT. Und wenn ich das daraus ableite, daraus wird ja abgeleitet die Definition für Service Management, und ich kann es aber dann genauso gut sagen, Enterprise Service Management ist dann eine Reihe spezialisierter organisatorischer Fähigkeiten zur Generierung des Mehrwertes für Kunden in Form von Services. Die Kunden können dabei innerhalb oder außerhalb der Organisation angesiedelt sein. Das heißt, es können externe oder auch interne Kunden sein. Was sind diese organisatorischen Fähigkeiten? Ich brauche das richtige Wissen in der Organisation, ich brauche die richtigen Prozesse in der Organisation, ich brauche die richtigen Aufbauorganisationen, ich brauche das richtige Management und ich brauche die richtigen Leute. Das ist das, was ITIL fokussiert. Das, was nachher im IT-Service Management, in der Steuerung technologisch spezifisch wird, dafür bietet ITIL auch keine Antworten. Es wird auch keine Antworten bieten für was ist HR-spezifisch oder Facility-spezifisch oder irgendwie produktionsspezifisch. Das muss es aber auch nicht, genauso wie es keine IT-spezifischen Antworten liefern muss. Daraus können wir also zwei Kernaussagen ableiten. Erstens, Enterprise Service Management, wenn wir den Begriff jetzt einfach mal so weiterführen, adaptiert die bewährten Disziplinen des, ich sage jetzt wirklich in Klammern, IT-Service Managements. Für mich ist das schon Service Management. Und betrachtet diese aus einem ganzheitlichen unternehmerischen Blickwinkel. Und Enterprise Service Management fokussiert die bekannten Best Practices, die definiert sind, und bringt die auf die Unternehmensebene, wendet diese dort an. Dementsprechend ist Enterprise Service Management eigentlich nichts anderes als meine bereits erarbeiteten Service Management Capabilities, also Fähigkeiten, in der Unternehmensorganisation anzuwenden. Das kann ich wenn ich mein Unternehmen als ganzheitlichen Service Provider verstehe, kann ich es ganzheitlich anwenden oder ich kann es in Teilbereichen anwenden. Das gilt aber für IT-Service Management genauso. Ich kann ITIL ganzheitlich für die IT-Organisation anwenden oder auch nur auf Teilbereichen davon. Auch wenn ich mir dann in das ITIL-Framework reinschaue, zum Beispiel, welche Prozesse haben denn welche Bedeutung, das verändert sich natürlich je nachdem, in welchem Themengebiet ich das Thema Service Management zum Einsatz bringe, ist aber in der IT auch schon so. Es gibt IT-Organisationen, da haben die Transition-Prozesse wie Change, Release eine deutliche Bedeutung. Es gibt andere Organisationen, da liegt der Schwerpunkt viel mehr auf zum Beispiel Service-Level-Management oder Supplier-Management oder unten in den Operations-Bereichen. Es hängt ja immer davon ab, was habe ich für spezifische Herausforderungen, die ich für das mir ITIL Antworten bietet. Es ging noch nie darum, das Buch buchtreu und seitentreu und buchstabentreu 1:1 mit allem, was da drin steht, in die Organisation zu pressen, sondern sich immer die Teile aus ITIL rauszunehmen und sie so anzupassen, dass sie spezifische Antworten auf meine spezifischen Probleme liefert. Reparieren Sie nichts, was nicht kaputt ist, und buchtreu ist kein Qualitätskriterium. In der IT, genauso wie in jedem anderen Servicebereich. Es gibt in ITIL schon so eine Art Kaskadierung von Service Management Ansätzen. Wenn man sagt, Business Service Management, der Begriff ist definiert, IT Service Management, der Begriff ist definiert, Service Management, der Begriff ist definiert. Ich habe einfach mal den Begriff, wenn man ihn so herleitet, wie wir das jetzt gerade getan haben, Enterprise Service Management in diese Relation gestellt. IT-Service Management bezeichnet dabei die Gesamtheit von Maßnahmen und Methoden, die nötig sind, um die bestmögliche Unterstützung von Geschäftsprozessen durch die IT-Organisation zu erreichen. ITSM beschreibt also den Wandel einer IT, einer klassischen technologisch ausgerichteten IT, zum Kunden und zur Serviceorientierung. Das ist IT-Service Management. Service Management fasst dabei alle Aufgaben zusammen, die für den Aufbau, Pflege und Ausbau sämtlicher Serviceaktivitäten gegenüber dem Kunden notwendig sind. Eng verbunden mit dem Service Management ist dann die Service-Strategie.
Sie schreibt das wieder, wie sich der Dienstleister mit dem gegenüber dem seinem Kunden und seinen Märkten aufstellt. In der ITIL-Definition Business Service Management stellt die Verbindung zwischen dem Prozessmanagement, also den Geschäftsprozessen und dem IT-Service Management dar. Das heißt, das wäre dann, sieht man auch hier in dem Fall, praktisch die Business-Integration. Das heißt, wenn wir unten das haben, IT-Service Management zu Service Management, das ist praktisch Ausrichtung von IT an Business. Wenn ich es dann näher noch an das Business ranführe, bin ich schon bei Business-Integration. Und wenn ich jetzt den Gedanken weiterführe und sage, ich nehme diese Best-Practice-Ansätze und setze die unternehmensweit ein, dann sind wir an dem Punkt zu sagen, Business-Ability herzustellen. Diese, die Fähigkeit des Business 100% immer unterstützen zu können, immer mit den richtigen, mit der Fokussierung auf den Business-Output. Also wir sehen auch, wenn man das so herleitet, kann man den Begriff Enterprise Service Management eigentlich ohne größere Probleme, ja, der rechte Oberkasten steht so nicht in den Büchern, kann man das aber sehr sauber so einsortieren, ohne dass man da irgendwelche logischen Brüche drin hat. Wenn wir auch mal so in die reinschauen, was bietet ITIL eigentlich so an, an entsprechenden Benefits? Also was haben wir denn so, was sind so die klassischen Vorteile, wenn man so sagt, warum sollte man ITIL eigentlich anwenden? Da kommen wir auch sehr schnell darauf, dass das für jegliche andere Organisation die Services erbringt, genauso gelten kann. ITIL ist erprobt und wird weltweit angewendet. Also es ist weltweit der de facto Standort für Service Management. Es hat millionenfach bewiesen in unterschiedlichsten Organisationen, in der öffentlichen Verwaltung, wie in der Privatwirtschaft, in kleinen Organisationen, wie in großen, auf jedem Kontinent dieser Welt hat es bewiesen, dass wenn es sauber angewendet wird, wenn es mit gesundem Menschenverstand auch wertschöpfungsbezogen in die Organisation gepasst wird, dass es hochgradig wertschöpfend sein kann. Also es ist wahrscheinlich besser bewiesen als jedes andere Framework dieser Welt. Es optimiert die Kundenzufriedenheit. Es sorgt dafür, dass der Service Provider über strukturierte und formale Schnittstellen sich kontinuierlich mit dem Kunden abstimmt, dass die Serviceerbringung immer daran ausgerichtet ist, was muss der Kunde für einen Business Outcome produzieren, was brauche ich jetzt, um dafür das sogenannte Performance-Potenzial bieten zu können. Und ich habe Prozesse und Abläufe in place, die dafür sorgen, dass ich meine Serviceerbringung kontinuierlich verbessere. Verbessern heißt nicht höher, schneller, weiter. Verbessern heißt, meine Serviceerbringung immer an dem auszurichten, an den Anforderungen, die der Kunde hat, damit er bessere Ergebnisse erzielen kann. Das ist vollkommen IT-unabhängig. Und das führt am Ende des Tages zu der Steigerung der Kundenzufriedenheit. Es führt zu einer Verbesserung der Betriebsqualität und es führt zu einer Verbesserung der gelieferten Services, weil Abweichungen von den vereinbarten Service Levels, ob ich jetzt einen technischen oder einen organisatorischen Service erbringe, Abweichungen dieses Service Levels sorgen dafür, dass mein Potenzial, den Kunden zu unterstützen, entsprechend sinkt. Und wenn ich zu weit und zu häufig abweiche, habe ich keinen Mehrwert mehr für den Kunden. Habe ich hinten dran meine Serviceerbringung über meinen Service Lifecycle sauber aufgesetzt, bin mir sicher, dass die richtigen Services designt werden, bin mir sicher, dass der Service wertschöpfend in die Organisation überführt wird, bin mir sicher, dass ich in der Lage bin, ihn auch tagtäglich so zu betreiben, den Service so abzuliefern, dass die Wertschöpfung beim Kunden auch generiert wird, dann habe ich genau diese Qualität beim Kunden, die Qualität abgeliefert, die der Kunde braucht, dieser Verlässlichkeit, die der Kunde von mir auch erwartet, damit er seine Services erbringen kann. Also ihr seht, allein an diesen drei Punkten, ITIL ist komplett, wie man könnte man so sagen, Enterprise Service Management ready. Gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Ja. Ich kann durch den Lifecycle-Ansatz auch ITIL optimal wiederum an der Supply Chain ausrichten. Das heißt, es bietet mir die Möglichkeiten der Risikoabschätzung, es bietet mir die Möglichkeiten, mit Prozessmodellen und Konzepten für Integration zu sorgen, mich zu standardisieren, zu Service-Modelle aufzubauen, die 100% daraus ausgerichtet sind, immer den richtigen Service in der richtigen Ausprägung an die richtigen Kundengruppe zu haben. Es ist 100% ausgerichtet an die Wertschöpfung. Der Wert eines Services kann nur aus der Perspektive des Kunden betrachtet werden. Gerade wenn ich mir diese Dinge, die Modelle anschaue, die in der Service Strategy beschrieben sind,
die ergebnisorientierte Service-Definition zum Beispiel, die immer aus der Richtung kommen mit was, wie arbeitet mein Kunde, mit welchen Service-Assets, in welcher Art und Weise bringt er seine, erwirtschaftet er seine Ergebnisse, welche Services muss ich denn in place haben, zu welchem Zeitpunkt, um das unterstützen zu können. Dann gehe ich in Service Design, dann in die Transition, dann in die Operation und stelle damit sicher, dass genau der Kunde unterstützt wird. Also ich kann alleine mit diesen, ich sage jetzt mal, High-Level-Top-Benefits, die man auf jeder ITIL-Folie findet eigentlich, kann ich schon sagen, es gibt diverse Schlüsselfähigkeiten in ITIL, die die Anwendung in jeglicher Kundensituation möglich macht. Und diese Philosophie und die Ideen, die dahinter stecken, nämlich eine partnerschaftliche Kundenlieferantenbeziehung zwischen einem Service Provider und einer Kundenorganisation, ob interne oder externe Kunden, um das dort anzuwenden, um das zu verbessern, um das zu optimieren, um das straighter und entsprechend wertschöpfender, effizienter, effektiver umzusetzen. Ich sehe keine Gründe, warum das dort nicht Anwendung finden sollte. Um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen, wo kann man denn sowas anbieten, habe ich Ihnen einfach mal so ein paar Beispiele zusammengestellt. Ich habe jetzt einfach mal zwei Bereiche genommen. Einer, der so vielleicht so ein bisschen technologienäher ist und einer, der doch relativ weit weg ist von der Technologie. Einmal HR und einmal, wenn wir gleich sehen, Facility Management. Nehmen wir mal HR als Beispiel-Szenario und als Use Case, wo man ITIL anwenden könnte. Die HR bietet ihren Kunden und den Anwendern zahlreiche Dienstleistungen. Lohn, Gehalt wird ausgezahlt, Weiterbildung, Talent- und Skill-Management, Versicherungswesen, Personalplanung, Recruiting, Organisation von Terminen. Das sind ganz, ganz viele Dienstleistungen, die HR erbringt, um dafür zu sorgen, dass am Ende des Tages immer die richtigen Leute an der richtigen Stelle mit den richtigen Skills zur Verfügung stehen. Ja. Die haben genau Probleme, genau die gleichen Probleme, wie ich in der IT-Erbringung habe. Die müssen die Daten vorhalten, sie müssen sagen, in welcher Ausprägung brauche ich das denn, welche Art von Recruiting brauche ich, wie muss das Lohn und Gehalt ausgezahlt werden, welche Gehälter habe ich, sind die variabel oder sind die flexibel, wie mache ich eine Weiterbildungsmatrix, wie halte ich Talente und Skills Management überhaupt vor, dass ich mich damit über Transparenz drüber habe. Und hier wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, eine Etablierung von Prozessen, Rollen und Verantwortlichkeiten sowie Standards für einen HR-Service-Katalog. Da ist kein Unterschied zwischen einem, also zumindest von der Methodik her, inhaltlich natürlich, aber von der Methodik, wie muss ein Servicekatalog aufgebaut sein und was brauche ich an Prozessen, Rollen und Verantwortlichkeiten, damit dieser Servicekatalog auch über das Service-Katalog-Management kontinuierlich aktuell gehalten wird, ist kein Unterschied, ob das HR oder IT ist. Ja. Auch diese zum Beispiel Definition der klaren Leistungsbausteine, das ist eine Herausforderung, die IT heute auch hat. Die IT erbringt Service-Dienstleistungen, die nicht klar definiert sind. Dementsprechend habe ich sehr häufig, treffe ich die Erwartungshaltung der Kunden nicht. Und ich habe auch dann auch Schwierigkeiten, wo kann ich mich entsprechend verbessern. Auch hier Definition klarer Leistungsbausteine und gegebenenfalls servicebezogene Preis- und Verrechnungsgrundsätze. Herausforderungen, auch die gleichen, die wir da gibt es ein ITIL sehr, sehr gute Ansätze, für die man dafür fahren. Warum sollte ich das alles neu erfinden, wenn ich das zum Beispiel in der IT schon umgesetzt habe? Anderes Beispiel, solche Dinge wie zum Beispiel Request Fulfillment. Ob jetzt ein Mitarbeiter bei der HR-Abteilung anruft und sagt, ich bräuchte ein Arbeitszeugnis, ist das ein Service-Request. Es ist prozessual nichts anderes, als wenn ein Mitarbeiter bei der IT anruft und sagt, ich brauche mal die Dokumentation für unser, was weiß ich, für eine Software. Ja. Das sind Service-Requests, die ablaufen. Also, warum sollte ich da nicht saubere Request-Prozeduren aufbauen? Warum sollten wir denen nicht ein Self-Help-Portal aufbauen? Die brauchen entsprechende Genehmigungsworkflows, die dort hinterlegt sind. Sie brauchen die entsprechenden Rollen wie Request Manager und Request Koordinator. Und sie brauchen diese Workflow-Automatisierung. Das ist genau das Gleiche wie Request Fulfillment in der IT. Ja. Warum sollten die das neu erfinden?
Und es gibt für die HR keine Service-Frameworks, so wie wir das in IT mit ITIL haben. Zweites Beispiel, was ich mal zeigen möchte, Facility Management. Das ist mit Sicherheit ein Bereich, da geht es ja letztendlich um die Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen. Das ist auch teilweise relativ technologienah, deswegen ist da eine Adaption relativ einfach. Ob jetzt eine Heizung oder ein Licht ausfällt, ist es eine Störung. Und der Prozess ist der gleiche, ob Sie eine Heizung entsprechend dann dafür sorgen müssen, dass sie so schnell wie möglich wieder läuft, wenn es draußen vielleicht 15 Grad minus hat oder eine Klimaanlage ausgefallen ist, wenn Sie 40 Grad draußen haben oder ob ein Server ausgefallen ist. Also wir sehen, die ganzen Prozesse und Rollenverantwortlichkeiten für Aufnahme, Verwaltung von Störungen, Instandsetzungsmaßnahmen, Koordination von First, Second, Third Level, auch die Sicherstellung, dass Service Levels eingehalten werden. Also alles, was wir so in Operations finden, können wir hier sauber wiederfinden. Genauso wie das Thema mit auch wieder Request Fulfillment zum Beispiel. Ja. Auch so Sachen wie Fuhrparkmanagement, Catering, das strukturierte Servicekatalogs, Supplier, die eingebunden sind, die vielleicht, wie binde ich die ein, die in meinem Gebäudemanagement mit dabei sind. Externe Klempner, externe Reinigungskräfte, externe. Ist es von der Organisation, von der Verwaltung, Supplier Management genau das gleiche wie die Verwaltung von externen IT-Dienstleistern? Da sehen wir Service Level Management, Supplier Management, Service Catalog Management, die ganzen Operationsprozesse, Veränderungsprozesse, Knowledge Management, alles Themen, die eins zu eins in solchen Bereichen auch Anwendung finden können. Ich möchte Ihnen auch noch ein Beispiel erzählen, das wir zurzeit in der Praxis haben. Also wir merken diesen Trend bei Serview auch ganz deutlich im Consulting. Die meisten oder viele von uns kennen uns ja als Schulungsunternehmen. Ist auch normal, wir haben um die 10.000 Teilnehmer pro Jahr in ITIL, PRINZ und ähnlichen Schulungen. Was viele aber gar nicht so 100% wahrnehmen, ist, dass mittlerweile doch, wenn wir uns die Personentage anschauen, die meine Consultants und Trainers leisten, dass wir mittlerweile über 50% der Leistung, die wir erbringen, in der Beratung erbringen. Das war im letzten Jahr war es faktisch 52% der geleisteten Personentage, die nicht in Trainings, sondern in der Beratung. Und wir haben immer mehr Non-IT-Bereiche, von denen wir beauftragt werden, Serviceprozesse einzuführen. Kürzestes Beispiel war ein Heizungshersteller. Das ist der Produktionsbereich, nicht die IT. Was kriegen die jetzt? Die haben mit Smartphones, mit entsprechenden Applikationen, wo man ganz smart seine Heizungsanlage von unterwegs aus steuern kann. Die haben alleine schon ein Problem, dass der Service Desk, den die haben, bei dem haben früher Heizungsmonteure angerufen, wenn sie Probleme haben bei der Montage. Ergo typische Sanitär- oder Heizungsmonteur-Themen. Heute rufen diese Heizungsmonteure an und sagen, ich kriege keine IP-Adresse für meine Heizungsanlage, um das Ding ansprechen zu können. Das heißt, es werden ganz andere Fragen an den Service Desk gestellt. Die brauchen andere Kategorien, die brauchen andere Skills, die brauchen andere Prioritäten. Die Verknüpfung in der Serviceerbringung mit externen Dienstleistern, weil jetzt natürlich auch die IT-Dienstleister, in dem Fall ist es zum Beispiel ganz groß, die IBM, die da mit im Spiel ist, IT-Dienstleister, die im Spiel sind, die dann auch diese ganze Verknüpfung zwischen dem Smartphone und der Telefonanlage herstellen, die Welt ist komplexer geworden. Die ganzen Cloud-Themen, die dabei auch noch eine Rolle spielen und die brauchen die Serviceprozesse dafür. Es rufen auch andere Leute an, ne? Nämlich End-User mittlerweile, dass sie sagen, sie finden die richtige Funktion auf ihrem Smartphone nicht, wie sie jetzt mit der Telefonanlage, mit der Heizungsanlage umgehen können. Also wir sehen, das ist auch ein Thema und das hat man ja dann auch, wenn man so Themen nimmt wie Industrialisierung 4.0 oder Everything Guts a Service oder Internet of Things. Auch das befeuert das, dass immer mehr Bereiche außerhalb der IT sich eigentlich mit klassischen IT-Themen auseinandersetzen. Produktion, Support, Sales, Marketing, alles diese Dinge wachsen immer mehr zusammen, weil halt immer mehr auch im Internet, in der Cloud miteinander vernetzt und elektronisch auch vernetzt wird. Und das lässt auch die Grenzen zwischen IT und Produktion immer mehr aufweichen. In diesem Fall dieses Heizungsherstellers war es übrigens so, dass die Produktion
Das heißt also, die Heizung verkaufen, unabhängig von der IT, gesagt hat, wir brauchen diese Services, diese smarten Services und trauen sie eigenen IT nicht zu. Die sollen mal da hinten die Server betreiben und kaufen sie ihr externe Dienstleister ein, die denen dann diese Lösungen und Prozesse aufbauen. Also wenn ich der CIO von dieser internen IT wäre, würde ich mir doch deutlich Gedanken darüber machen, ob ich meinen Job und meine Ausrichtung meiner IT-Organisation in Zukunft, ob das der ist, mit der mich auch in Zukunft noch erfolgreich machen kann. Einfach mal zwei, drei Beispielszenarien, wo Sie sehen können, dass das Thema also nicht nur, ja, ich sage jetzt mal, eine Zukunftsmusik ist, sondern dass es durchaus mittlerweile Use Cases gibt, in denen das zur Anwendung kommt. Wir aber natürlich tatsächlich damit noch am Anfang stehen. Was ist die Kernbotschaft, die ich daraus ableiten kann für die IT? Ja, es geht nicht nur darum, die IT als Trusted Advisor für IT-Dienstleistungen zu platzieren, sondern die IT muss der Trusted Advisor, der vertrauensvolle Berater für sämtliche serviceorientierten Non-IT-Organisationen sein. Ich kann diese ITSM-Prinzipien außerhalb der IT einsetzen und Sie haben alles in der Hand, was Sie brauchen, um sich als Trusted Advisor zu platzieren. Sie müssen nur den Mut dazu haben, aus der IT rauszugehen. Und wenn Sie in Zukunft erfolgreich sein wollen, das ist das Gegenpunkt, Sie könnten jetzt auch in der IT sitzen bleiben, aber ich glaube, dann wird die IT an Bedeutung verlieren, weil diese Unterstützung nicht bereitstellen können, dann suchen sich die Serviceorganisationen, weil die kommen von alleine auf den Trichter, dass sie Probleme haben. Sie wissen nur nicht, dass im eigenen Hause schon die Lösungen dafür da sind. Die gehen dann zu externen Dienstleistern und dann haben sie den Mitbewerb im Haus, den sie vielleicht gar nicht haben wollen. Das heißt also, die IT-Organisation muss sich als die Leitfigur für diese Changeability, wie wir es vorhin hatten, für diese Veränderungsvorhaben platzieren. Sie müssen rausgehen, Sie müssen Ihren Non-IT-Bereichen erzählen, ich habe Lösungen für eure Herausforderungen, die sich sogar schon bewährt haben, von denen wir wissen, dass sie funktionieren. Ja. Die IT ist der Wissensträger. Ist der Wissensträger für Service Management, ist der Wissensträger, der Innovator, der Treiber, um die gesamte Organisation serviceorientiert auszurichten und nicht nur die IT. Und da sind viele, viele Bereiche der IT hinten dran. Vor allen Dingen die ITIL in der Implementierung in den IT-Organisationen schon zu einem gewissen Reifegrad gebracht haben. Was ein ganz wesentlicher Faktor ist, wenn Sie schon seit mehreren Jahren ITIL machen, der Organisation, da haben Sie ja Lessons learned, Sie haben ja Erfahrungen gemacht. Warum sollen wir diese Erfahrungen nicht in anderen Bereichen Ihrer Organisation nutzen? Warum sollen die gleichen Pitfalls, die gleichen Fallen, die gleichen Schlaglöcher, warum sollen die da die gleichen reinlaufen, die Sie mit der IT schmerzvoll durchgemacht haben? Alleine mit diesen Erfahrungsschatz in die Organisation zu bringen, ist schon ein Riesenmehrwert. Die IT muss sich etablieren als das Steuerungsorgan für diese Transformationsprozesse. Und dann haben Sie einen deutlich höheren Mehrwert, als nur das technische Anhängsel zu sein, dass ich irgendwann auch mal einen Server brauche, um irgendwann irgendeinen HR-Prozess zu unterstützen. Gehen Sie raus, gehen Sie vor, gehen Sie an den Markt ran. Diese Ideen, die wir die im Kopf sind, ITIL deutlich weiter mit einem weiteren Fokus zu fassen als nur Service Management, als nur IT-Service Management, sondern es als Service Management zu verstehen. Die haben wir schon relativ lange. Nichtsdestotrotz ist es so, jeder lebt ja so in seinen eigenen Wahrheiten und es ist ganz wichtig, sich das ab und zu ja auch klar zu schaffen, wie sieht der Markt das. Und wir haben Anfang des Jahres eine Studie durchgeführt. Die haben wir auch nicht nur an unsere Kunden geschickt, wir haben hier freundliche Unterstützung auch der Firma FrontRange, weil das ist nur ein Beispiel dafür, dass natürlich auch Toolhersteller momentan da danach schauen, wie entwickelt sich das Thema, weil da liegt mit Sicherheit natürlich auch Marktpotenziale, ohne Frage, für Toolhersteller, für Berater, für interne Organisationen genauso, wie aber auch für Schulungsunternehmen. Und mit denen zusammen haben wir eine Studie durchgeführt, haben es aus dort auch geschafft, in dem Zeitraum von Februar bis April 234 Menschen dazu zu bewegen, diese Studie zu beantworten.
Natürlich, das sieht man auch aus der Historie, war ein Großteil der Leute, die antworten, kam aus der IT-Organisation. Da muss man ein bisschen beachten bei den Art und Weise, wie die Fragen beantwortet sind. Aber immerhin hatten wir auch 23% Menschen aus Non-IT-Organisationen, die diese Fragen der Studie entsprechend sich betrachtet haben. Sie können sich diese Studie als Bericht übrigens bei uns anfordern, kostenfrei. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an info@servio.de, dass Sie an dem Webinar teilgenommen haben und dass Sie gerne diese Studie hätten. Dann schicken wir Ihnen die gerne als PDF zu. Was haben wir gemacht? Wir haben also eine Arbeitsthese aufgesetzt, dass man diese Grundprinzipien aus ITIL auch außerhalb der IT einsetzen kann. Und wollten im Prinzip über die Umfrage das im Prinzip die Sichtweisen sehen von den Managern, ob die das auch so sehen. Und entsprechend kam auch dabei raus, dass viele Organisationen die Möglichkeiten sehen, gerade ITIL Professionals auch die Möglichkeit sehen, die sich auch schon seit vielen Jahren damit beschäftigen, die ich sag mal, im Reifegrad auch aus der ITIL besteht noch aus Instant Problem and Change raus sind. Die sehen das schon deutlich, dass es da große Möglichkeiten gibt. Aber auch, dass es heute, das ist auch Fakt, muss man sagen, ITIL natürlich nicht platziert ist dort. Also es ist nicht so, dass in der IT ist ITIL Commodity. Die IT ist der Brand ITIL, klar, dass man das machen muss. Ja. Das ist außerhalb der IT nicht so. Und das ist so, dass die ganzen Nicht-IT-Bereiche zwar ihre Probleme kennen, aber sie wissen nicht, dass in der IT ein Framework vorherrscht, das dort dass ihnen die Probleme lösen kann. Und der Haken in der Geschichte ist auch, dass die meisten Leute, die von ITIL sprechen, immer noch zum Beispiel die Abkürzung IT Infrastructure Library im Kopf haben, was es ja schon lange nicht mehr ist. ITIL ist ein Eigenname. Und wenn ich natürlich rausgehe und ITIL verkaufe als, das ist ein IT-Framework, dann schaltet jemand aus Marketing, HR oder Facility sofort ab und sagt, nee, ich habe ja keine IT, das ist für mich uninteressant. Sondern ich muss rausgehen und sagen, das ist Enterprise Service Management. Dass das mal ursprünglich in der IT entstanden ist, spielt gar keine Rolle. Im Gegenteil, wenn wir sehen, wie wichtig die IT mittlerweile ist, dass es eigentlich keine Bereiche gibt, die nicht mehr IT-unterstützt sind, ist es sogar ein Vorteil. Denn, wie gesagt, es hat sich millionenfach weltweit bewährt. Die Studie hat das ganz gut aufgezeigt, auch also hat uns in diesen Denkweisen oder in diesen Ideen auch bestätigt, dass die Leute, die daran teilgenommen haben, das eigentlich auch so sehen. Aber sie haben auch ganz deutlich die Herausforderung aufgezeigt, dass das noch nicht genug rausgetragen wird. Es ist auch aus meiner Perspektive, finde ich es sehr, sehr schade, dass es zurzeit auch nicht absehbare Aktivitäten der Axellos gibt, dort entsprechend, also der Eigentümer von ITIL, ne, dieses Joint Venture zwischen der englischen Regierung und einem englischen Unternehmen, der Axellos. Es gibt zurzeit, sind die sehr stark damit beschäftigt, neue IT-Produkte auf den Markt zu bringen. Ne? Es gibt ja neue sehr interessantes Produkt Prince to Agile, es gibt neue Resilia, was ja Cyber Resilience ist, das an ITIL angehängt wird, obwohl das eigentlich auch schon wieder ein ganz schönes Beispiel dafür ist, wo man sehen kann, Resilia, Cyber Resilience, also Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe, die aber positioniert wird auf eine Unternehmensmanagement-Ebene. Aber die Umsetzung erfolgt im Unternehmen über den Service Lifecycle. Das heißt also, auch das könnte ein Vehikel sein, zum Beispiel, um in Non-IT-Organisationen, die mit Sicherheit, gerade nehmen wir mal HR, auch was Cyber Resilience angeht, ein großes Thema haben. Das ist ein Thema für jeden Mitarbeiter, für jeden Manager in der Organisation. Umsetzung über einen Service Lifecycle. Also auch hier sehen wir wieder diese Verknüpfung mit, das trägt ITIL auch deutlich aus der IT heraus. Also, wie gesagt, diese Studie hat das eigentlich auch ganz gut bestätigt, zeigt aber auch, dass wir bei dem Punkt ITIL herauszutragen, noch ganz am Anfang stehen. Auf der anderen Seite, wenn das noch nicht jeder macht, ist es natürlich auch etwas, wo man sich als Unternehmen, als Dienstleister, als Berater oder auch als Manager natürlich noch deutlich positionieren kann, weil sie machen nicht etwas, was Commodity ist, sondern sie machen etwas, wo sie als Innovator auftreten können und das ist immer gut. Wenn wir das alles jetzt ein bisschen mal versuchen zusammenzubringen, also diese Herleitung, wo kommt das Thema her. Kann man ITIL in der Non-IT einsetzen? Was heißt Enterprise Service Management? Was waren denn so die Benefits? Und ich wollte Ihnen ja die Frage beantworten, wie werden Sie jetzt der Coach für das Service Management im ganzen Unternehmen? Ich bin der Überzeugung, dass man ITIL dort anwenden kann und auch anwenden sollte. Ergo, Sie haben mit dem Service Management, mit ITIL, alles in der Hand,
um Enterprise Service Management erfolgreich umsetzen zu können. Sie brauchen nicht darauf zu warten, dass die Excellos dafür ein Buch veröffentlicht oder sonst irgendjemand. Es steht alles drin, was Sie brauchen. Wenn Sie ein bisschen intelligent die Eitel-Bücher lesen, wenn Sie das mal im Kopf die Augen zumachen oder die Augen zumachen und das IT vor dem Service Management wegstreichen, wenn Sie sich das Buch Service Strategy anschauen, wenn Sie sich die Prinzipien im Design Transition Operations anschauen, das ist nicht Eitel-spezifisch und alles nicht IT-spezifisch. Und wenn es dann wirklich IT-spezifisch wird, liefert Eitel ja auch keine Antworten mehr. Ergo, Sie haben alles in der Hand, was Sie brauchen. Sie brauchen kein eigenes Enterprise Service Management Buch. Das wäre sowieso nichts anderes als die Corebooks zu nehmen, Copy-Paste, IT wegstreichen, fertig. Das würde schon vollkommen funktionieren. Wir bei Survey zum Beispiel haben auch unsere Trainingsformate, wie zum Beispiel die Eitel Foundation, ist mittlerweile, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, IT-bereinigt. Natürlich funktioniert es in der IT Foundation, den heute doch überwiegend IT-Leuten IT-Service-Management beizubringen. Kein Problem. Ich kann aber mit denselben Unterlagen, mit denselben Trainern, mit denselben Verständnissen, mit denselben Modellen, mit denselben Prinzipien in jede IT-Organisation dieser Welt gehen. Ich muss nur Leute haben, die ein bisschen open-minded sind und sich nicht Request Fulfillment nur mit der Anfrage nach einem neuen PC erklären können. Eitel hat sich millionenfach als Best Practice für Service Management bewährt. Unter anderem in Ihrer Organisation. Sie sind erfolgreich damit. Nehmen Sie diese Erfolge und gehen Sie damit raus. Sie haben allen Grund dazu, selbstbewusst zu sein, selbstbewusst rauszugehen und sagen, ich habe hier ein Framework in der Hand, das mir die Sicherheit gibt, es funktioniert. Millionenfach in jeder Kultur dieser Welt, in jeder Organisationsgröße dieser Welt, auf jedem Kontinent dieser Welt, millionenfach funktioniert Service Management aus einer fachlich orientierten Organisation zu machen. Die brauchen nur rausgehen. Und die meisten Organisationen, wie gesagt, haben die eigenen Success-Stories in der Hand. Und was ist denn das Einfachste? Wenn Sie irgendwo hingehen und jemandem erzählen, wir müssen Service-Management machen, das wären Ideen, die wir umsetzen können, kommt immer die Frage, ja, haben Sie das schon mal irgendwo gemacht? Ja, im Nachbarbüro. Und es hat funktioniert. Und die Erfahrung, die wir dort gemacht haben, können wir eins zu eins in eurer Organisation umsetzen, weil wir sind nämlich dasselbe Unternehmen. Also, Sie brauchen nur rausgehen. Was wichtig dabei ist, aber das ist auch heute für IT-Service-Management wichtig, Buchtreue ist kein Qualitätskriterium und Eitel musste sich auch in der IT schon an die spezifischen Umfelder anpassen, um erfolgreich zu sein. Also bitteschön, wo ist der Unterschied zu der Non-IT-Umgebung? Seien Sie open-minded, lassen Sie Ihren gesunden Menschenverstand nicht zu Hause, setzen Sie sich wirklich mit den wirklichen Problemen auseinander und dann greifen Sie in das Eitel-Buch und holen die Bereiche raus, die dann dabei helfen, diese Probleme zu lösen. Aber exakt so funktioniert IT. Service Management auch. Und damit platzieren Sie sich als der Trusted Advisor in den Non-IT-Organisationen, indem Sie die wirklichen Probleme der Non-IT-Organisation verstehen, indem Sie sich den adressieren. Sie bieten dafür auch dann entsprechende Lösungen an, ja, indem Sie gezielt und konsequent die Prinzipien außerhalb der IT anwenden. Und damit werden Sie der Coach für Service Management im ganzen Unternehmen. Ich kann Ihnen nur eins noch mitgeben, verlassen Sie die Komfortzone IT. CIO steht nicht umsonst, spaßig in Anführungszeichen, als Abkürzung für Career is over. Weil meistens die besten IT-Techies irgendwann ihre Karriere dann als CIO enden. Aber wo sitzt der CIO in den meisten Organisationen? Unterm Financial Management, unterm Financer, weil es als reines Cost Center gesehen wird. Da sind Ihre Karrieremöglichkeiten begrenzt, da sind Ihre Entwicklungsmöglichkeiten begrenzt und da sind auch Ihre Businessmöglichkeiten begrenzt. Sie müssen aus der Komfortzone IT raus und Eitel bietet Ihnen alles, was Sie dafür brauchen, um diese Dinge entsprechend umsetzen zu können. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen das Thema so ein bisschen näher bringen konnte, vielleicht auch so ein bisschen greifbar machen konnte, dass ich Sie auch so ein bisschen neugierig darauf machen konnte, zu sagen, Eitel aus einer anderen Perspektive zu betrachten und die Potenziale zu sehen, die in dem da drin stecken. Wir als Survey hoffen natürlich auch, da eine gewisse Dynamik in Kraft zu setzen, denn für jeden, der sich in diesem Eitel-Umfeld bewegt, ob das ein Eitel-Professional sind in internen Organisationen, ob das Trainingsunternehmen sind, ob das Consulting-Unternehmen sind, ob das Toolhersteller sind, da liegen Riesenpotenziale, da liegen riesen unendliche Wachstumspotenziale, in Zukunft mit dem Thema erfolgreich sein zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen hoffentlich nicht ganz so verregnetes Wochenende.
Und alles Gute und würde jetzt wieder zurückgeben an den Tobias, um mal zu schauen, haben wir denn ein paar Fragen reinbekommen. Vielen Dank, Markus, erst einmal für die Präsentation. Es sind ein paar Fragen eingetroffen. Ich würde gerne zwei Stück davon aufgreifen. Und zwar ein Teilnehmer möchte gerne wissen, was bietet die SurfU an Trainings, um mich dabei zu unterstützen, Eitel in die Non-IT zu tragen? Also, ich sage mal so, wenn Sie Eitel Expert sind, haben Sie ja eigentlich schon alle Trainings gehabt, die Sie dafür brauchen. Ja? Wenn es darum, also das geht, das Verständnis in den Non-IT-Bereichen aufzubauen, ist es so, dass wir dann natürlich, ich sage es mal, um IT-Beispiele bereinigte oder an das Wording der entsprechenden Organisationen angepasste, zum Beispiel Eitel Essential oder auch Eitel Foundation Trainings anbieten können. Ja? Wir haben auch dann entsprechende Trainer und Consultants, die sich in der Sprache eines HR-Menschen, in der Sprache eines Facility-Menschen bewegen können, sodass man auch die richtigen Beispiele findet. Das ist ja immer das Wichtigste, wenn man diese Prinzipien dann entsprechend vermittelt, und dass man dann die richtigen Beispiele hat. Aber grundsätzlich sind wir in der Lage, das umzusetzen, und unser Schulungsmaterial ist darauf auch schon entsprechend ausgelegt. Wir haben auch eine kleine Herausforderung, das ist die Eitel Foundation Prüfung. Die ist nach wie vor relativ IT-lastig, was das Wording angeht. Wenn man, es heißt aber nicht, um Eitel in die Welt zu tragen, muss ich unbedingt Prüfungen schreiben. Wenn man das denn machen möchte, ist es so, dass man im Training, ich sag mal, dann ein bisschen darauf achten muss, dass die Teilnehmer dann, ich sag mal, die Fragen richtig verstehen, wenn sie dann ein bisschen IT-spezifischer sind. Aber grundsätzlich sind wir in der Lage, also Initiativen außerhalb der IT mit Wissens-Know-how-Transfer, mit Coaching, auch mit Essential Trainings, mit Overviews sind wir genauso in der Non-IT zu unterstützen, auf das Wording angepasst wie heute für auch die IT-Umgebung, so wie Sie es vielleicht aus anderen Projekten von uns kennen. Ein weiterer Teilnehmer möchte gerne wissen, gibt es Instrumente, mit denen man das Interesse an Eitel in der Non-IT wecken kann? Also ein gutes Instrument, und das gilt ja für die IT genauso wie für die Non-IT, sind immer diese Simulationen, diese Business-Simulationen. Ja. Was sich sehr bewährt hat, ist das Thema Apollo 13. Haben wir im letzten Jahr, ich glaube, 85 Mal, also jetzt in 2015 schon 85 Mal gespielt, gerade in Projektsituationen sehr gerne genommen, um Organisationen oder Menschen, es arbeiten ja immer nicht Organisationen mit Organisationen, es arbeiten ja Menschen mit Menschen. Und den Menschen auf einer spielerischen Weise, das ist ja letztendlich, was hinter Gamification steckt, auf einer spielerischen Weise ja, beizubringen oder sie zu mit der eigenen Erfahrung auszustatten, dass Prozessorientierung und Serviceorientierung Sinn macht. Apollo 13 ist dafür super gut geeignet, weil es auch nicht IT-spezifisch ist, ja, und es einen hohen Unterhaltungswert hat. Es gibt aber auch noch andere Simulationen. Die eine nennt sich zum Beispiel Crab and Pizza. Die adressiert so ein bisschen mehr das Zusammenspiel zwischen einem Service Provider und diversen anderen Serviceorganisationen wie Marketing, Sales, Produktion und der Geschäftsführung, wo man auch, wo sich dann die, ich sag mal, Non-IT-Bereiche vielleicht von den Rollen sehr schnell auch zu Hause fühlen. Auch damit kann man sehr schön, sagen wir, so einen initialen Punkt setzen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dritten Punkt, den wir jetzt auf den Markt bringen, auch geht aus Richtung Gamification, ist ein Brettspiel. Also wir bringen ein Brettspiel auf den Markt. Das hatten wir schon mal vor vielen Jahren. Da war es IT-spezifisch. Das wird sich auch nennen Play Eitel. Und ja, da kann man die Service Management Orientierung über ein Brettspiel spielen. Auch das kann man sehr schön als Giveaway verwenden. Das ist so eine Mischung zwischen, ich sage mal, Travel Pursuit, Monopoly und Mensch, ärgere dich nicht. Sehr hochwertig gemacht, mit Wissensfragen zum Thema Service Management, die aber auch nicht IT-spezifisch sind, sondern auch in jedem Serviceorganisation anwendbar. Das gibt es übrigens auch für Projektmanagement mit Prinz2, was ja erstmal grundsätzlich sowieso IT-unabhängig ist. Also das wären zum Beispiel auch Möglichkeiten, wo man gerade so diese Faktoren des Gamifications nutzen kann, um so Impulse zu setzen. Vielen Dank. Leider sind wir schon ein wenig über die Zeit und somit auch am Ende mit unserem heutigen Webinar. Wie bereits anfangs erwähnt, werden Ihre gestellten Fragen im Nachgang von uns bearbeitet und Ihnen per Mail zugestellt. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die nächsten Termine und Webinare finden Sie auf unserer Website www.surfu.de. Wir würden uns freuen, Sie bei dem einen oder anderen Webinar begrüßen zu dürfen.
Damit möchten wir uns bei allen Teilnehmern für ihre Aufmerksamkeit und ihren Wissensdurst bedanken. Sie werden in den nächsten Tagen noch die angekündigte E-Mail mit den Fragen und Antworten erhalten. Somit beenden wir das Webinar für heute und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag sowie ein schönes Wochenende. Dankeschön.